Moin Leute, willkommen zu einem neuen Video. Ich bin heute einmal wieder bei Patricks Angelteichen. Und ich will heute einmal nicht wie die letzten Male zum Beispiel an einem Inselteich oder Teich 3 angeln. Ich will heute einmal wieder hier an diesen Lachsforellenteich. Ich war das erste Mal bei Patrick vor circa 1,5 Jahren, fast 2 Jahren. Und da habe ich hier am Lachsforellenteich geangelt, hier vorne auf der Ecke. Und heute habe ich mir gedacht, momentan sind hier etwas kleinere Lachsforellen besetzt. Und von daher habe ich gedacht, passt gerade ganz gut, weil nächsten Monat ist natürlich Weihnachten für die Weihnachtsräucherei. Und dann einmal will ich so ein bisschen probieren mit Gummiködern. Weil gerade bei den großen Lachsforellen ist es ja teils so, da bekommt man ein paar Bisse am Tag. Und nicht wie beim letzten Mal hat es natürlich Sahne geklappt. Aber manchmal ist es halt echt, da hat man so 2, 3 Bisse und die muss man dann verwerten. Und einfach mit dem Gummiangeln, da will ich noch so, muss ich noch ein bisschen Routine reinkriegen. Seitdem ich meine eigenen Gummiköder gieße, macht mir das auch riesen Spaß, weil das ist einfach so, die habe ich selber hergestellt. Teilweise habe ich sogar selber Farben mir ausgedacht. Und das ist halt nochmal so ein Faktor, wo ich sage, ja, okay, das finde ich ganz cool. Und die Bisse halt mit der Rute, das ähnelt sehr dem Teigangeln. Und ja, klar, viele sagen, oh, deine Gummiköder, sagst du immer deine, aber ja, ich habe die Form nicht erfunden. Es ist ein Replikat, aber ich gieße sie zu Hause. Man kriegt sie nicht aus dem Ausland, die werden nicht im Ausland hergestellt wie das Original, sondern hier in Deutschland. Und beziehe auch meine Komponenten hier aus Deutschland. Und von daher ist es halt ein Produkt von mir selber. Und vielen Dank an alle da draußen, die Gummiköder immer zahlreich kaufen. So unterstützt ihr meinen Kanal. Ich kann mich in weitere Sachen investieren, jetzt zum Beispiel auch in die neue Kamera. Und das hilft mir am Ende des Tages, meine Qualität der Videos hochzuschrauben. Ich will es heute, wie gesagt, einmal mit Gummiködern vermehrt versuchen. Ultralight werde ich auch nochmal, meine Spoon-Route habe ich heute mit dabei, da werde ich mit dem Spoon angeln. Und das mit der Tremarella-Route, das seht ihr in einem anderen Video. Wie immer, wenn ihr wollt, dass es weitere Videos gibt, lasst ein kostenloses Abo da, kommentiert und ein Like. Und ich wünsche euch viel Spaß bei diesem Video. So, ich werde jetzt mit Spoon anfangen. Ich habe jetzt lange Zeit die Spoon-Route nicht mehr mitgenommen. Ich habe mir heute gedacht, ich komme mal extra hierher. Und ja, ich angel jetzt mit meinen 2,3 Gramm. Da haben ja einige die schon erworben. Wie gesagt, die gibt es bei eBay Kleinanzeigen, Bock auf Forelle. Und ich habe jetzt einmal hier den Spring als Zusatz. Das ist ein Springwurm von der Firma Spro. Und das Ding ist, dieser Springwurm ist UV-aktiv. Und ich habe mir einfach gedacht, jetzt dieser goldene mit der Rückseite Glow, der hat halt Rückseite Glow und ja, ich will mal damit probieren, wie das aussieht. Ich wollte morgens einmal so ein bisschen mit dem Spoon starten und ich hatte hier einmal diesen goldenen mit der Glow-Rückseite gewählt und ich hatte einfach so ein bisschen, ja, das Gefühl, Wasser war ein bisschen kälter. Deswegen einfach gleich schon mal so einen Zusatz am Spoon machen. So Leute, ich werde jetzt mal hier vorne probieren, einfach weil hier der Wasserausfluss ist und hier ist einfach ein bisschen weniger von den Blättern. Ich hatte auch viele Platzwechsel gemacht, weil A war es in der Woche und B hatte ich gemerkt, die Fische hatten sich nicht so wirklich an einem Platz zentriert, sondern immer wieder kamen sie an verschiedenen Stellen hoch. So Leute, ich habe eine, ja. Nein, aber es geschlitzt. Oh nee. Oh. Spoon war das. Ach ja, Spoonwechsel. Ich hatte ja vorhin da einen Biss gehabt und jetzt anderen Spoon drauf. Ich habe jetzt einfach festgehalten, aber die hat sich ausgeschlitzt. Die hat nur so ein bisschen festgehalten, das Ding. So, ich habe das einfach nicht absenken lassen. Also einmal hier rüber gefeuert und dann ja. Mal gucken, vielleicht kriegen wir ja noch eine. Die ist jetzt mal verscheucht, leider. So Leute, ja, ich nehme jetzt einmal meinen 70 mm Köder in Orange, einfach probieren. Ich habe jetzt, ich weiß nicht, 3,5 mm Tungstenperle drauf und ich will mal probieren, ob vielleicht, weil ich habe auf dem Spoon gar keinen Biss mehr gekriegt und deswegen will ich mal probieren, vielleicht nehmen sie jetzt nochmal einen Gummiköder. Ich hatte gemerkt, einfach 5 bis 10 Wurf machen. Vielleicht nochmal einen Köderwechsel, aber wenn hier jetzt erstmal nichts kam,
so wieder den Platz wieder wechseln. Ja, Leute, jetzt habe ich die erste. Ja, auf Gummiköder. Vorne an. Ich habe gesehen, da war ein Fisch irgendwo. Die macht Gibgas. Die ist wild, die ist wild. Das hat sie jetzt nicht, das hat ihr nicht gefallen. Den Gummiköder. Das hat dir überhaupt nicht gefallen. Junge. Schön krumm die Route. Ja, machen Spaß die Lachsforellen. Aber die hat den auch nur fest, so ein bisschen festgehalten, ist nach rechts geschwommen und dann habe ich angeschlagen. Die hat den Fisch schon vorne im Maul. Ja, vorne schön im Maul. 70er in Orange, rein Orange liefert. Wie gesagt, hat noch nicht geliefert, aber schön krumm die Route. Ja, wie gesagt, festgehalten. Ich sehe den Köder schön. Ja. Macht Spaß, die Fische. Schön außen passt. Erster Fisch. So Leute, ja, der erste Fisch auf Gummiköder geschleppt und ja, ich habe so ein paar Sachen durchprobiert und hinten ist mir dann aufgefallen, ich habe ja drüben einen Fisch leider verloren, passiert, habe ich dann gemerkt, ich hatte ja einen schwereren Spoon genommen, 3,1 Gramm und da habe ich überlegt, vielleicht stehen sie etwas tiefer, habe da mal einen Wurf gemacht, habe Fisch gesehen, habe überworfen und habe mal wirklich absinken lassen. Ein paar Wurf später, ich glaube zwei Wurf später, kam ein kurzer Biss und dann wirklich so zur Seite gegangen, angeschlagen und da war wirklich der super Fisch. Also wirklich, die legen sich hier echt schön rein, machen richtig Spaß, also wirklich total agile Fische und ja, an der feinen Ultraleichtroute macht das dementsprechend noch mehr Spaß und mit meinen Gummiködern, die ich selber gemacht habe, natürlich nochmal ein Bonus obendrauf, die Sahne, sozusagen die Kirsche auf der Sahnetorte. So, ich zeige euch mal eben den Köder. So, und der Volksköder war der 70 mm in Orange. Und ja, ich hatte so ein bisschen gedacht erstmal, ich denke, mit dem Spoon hatte ich ja vorhin, hatte ich erstmal einen leichten drauf und dann habe ich den schwereren drauf gemacht. Und dann habe ich gedacht, na, vielleicht stehen sie etwas tiefer und habe dann, das hier ist ja ein Fisch hochgekommen und ich habe dann gedacht, komm, lässt doch mal bis zum Grund absinken, weil man sieht nicht so viel und sehr weit oben sind sie nicht. So zwischen den Blätter kommen sie natürlich immer wieder hoch, man sieht sie. Aber viel Bewegung ist sie nicht oben. Und nach dem ersten Fisch kam aber auch erstmal soweit nichts. Also war wieder Platzwechseln angesagt. Ein bisschen mal da probieren. Und mal da probieren. Und nachdem ich eine Runde gemacht hatte, einmal wieder hier in der Ecke mit Gummiködern probieren. Und auch auf dem freien Stück so ein bisschen wieder mit dem Spoon, weil hier waren aber einfach am wenigsten Blätter. Ja. Ein Einschlag. Und dann nochmal auf der gegenüberliegenden Seite probiert. Aber erstmal kam soweit nichts. Ich habe eine. Haha. Geil.
Beim Sitzen. Beim Gummiköder. Geil. Mal Kissen holen. Boah. Ja. Der Gummiköder. Fisch gesehen und dann. Boah, der gibt aber Gas. Ich habe gerade gesehen, aktive Fische waren oben und dann dachte ich, komm, lässt den Gummiköder mal. Da. Nicht absinken. Die haben Power, die ist sauer. Die hat das nicht gemacht. Scheint wohl aktiv zu werden. Oh, schön gepackte Gummiköder. Oh yes, 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 yes. Farbe gewechselt und mal oben. Und dann. So, da ist der. No, noch nicht. So, jetzt ist er aber dran. Ah ja. Geil, Gummiköder. So Leute, ja. Was habe ich mit den Gummiködern hier so ein bisschen rumgekämpft mit dem Spoon und. Mit dem Spoon hatte ich dann noch mal ein paar Bisse gehabt, aber nicht wirklich was, sondern habe ich mit Gummiködern, weil es ist halt in der Woche, ist halt relativ leer. Ich habe so ein bisschen ausprobiert. Ich wollte mal gucken, so ein bisschen, wo die Fische stehen. Hier angekommen an meinem Platz, ich dachte, ach komm, setze dich mal hin und so ein bisschen im Sitzen kurbeln. Und ja, ich hatte Fisch an der Oberfläche gesehen, angeworfen und da kam der nächste super schöne Fisch. Also wieder so nur eine von den tollen kleinen Lachsforellen. Wirklich, die machen Spaß, die geben richtig Gas. Also ich dachte auch erst, war die nicht richtig gehackt? Aber doch, ganz normal vorne echt schön im Mundwinkel. Und ja, der Fisch hat sich echt ins Zeug gelegt. Also da war die sauer, da wollte die es nicht anhaken. Aber ja, diesmal war ich der Sieger und ich zeige euch mal eben die Montage und welchen Gummiköder ich benutzt habe. So, und wieder war es mein 70 mm, aber jetzt diesmal in meiner eigenen Farbe. Ich hatte ja mit denen... Hatte ich ja mit den anderen Gummiködern, also mit den kleinen, mit der Tramarella-Route, mit der Bienenmade relativ gut gefangen. Und ich habe gesehen, hier im Fahnenbereich, also da ist ja das Rohr, da kommt die ganze Zeit ein bisschen raus. Und immer so auf derselben Höhe haben sich die ganze Zeit die Fische gezeigt. Ich dachte so, das kann doch nicht wahr sein, das muss doch irgendwo ein Fisch sein. Und da hatte ich gesehen, da hatten sich welche oben gezeigt. Und da habe ich gesagt, komm, jetzt lässt du mal nicht absinken, sondern kurbelst du einfach oben lang. Und dann wirklich Biss bekommen im Sitzen und ja, so ein bisschen reinlaufen lassen. Mehrmals hat er zugehackt und einfach festgehalten und dann war der Fisch dran. Also oh Leute, schon wieder, schon wieder eine, wieder im Sitzen. Ja, Sitzen ist so, hab noch eine. Leute, ja, doch, sie ist dran. Oh, meine Güte. Oh, die ist richtig reingeschlagen auf den Gummiköder. Oh. Alter, die gibt Gas, das macht sie überhaupt nicht. Aber das ist, glaube ich, eine bessere. Aber der gleiche Gummiköder. Diesmal ein bisschen anders gefischt. Ja, jetzt ist es raus. Oh, das ist eine bessere. Eine etwas bessere. Ja, eine etwas bessere. Okay, schon bereit. Oh, scheiße. Muss gelernt sein. Hier Patricks Angelteiche, die Fische machen Spaß, also die geben richtig Gas. Oh ja. Oh, jetzt ist er drin. Jetzt. Boah, sogar eine bessere. So Leute, ein paar Wochen später und der nächste Fisch. Also ja, ich habe jetzt glaube ich gerade so ein bisschen den Schlüssel raus. Ja, ich habe einfach weiter gefischt und ich habe mich wieder hingesetzt. Ich habe erstmal so ein bisschen im Stehen gekurbelt.
Manchmal habe ich das auch festgestellt, dass es, wenn man die ganze Zeit steht und so ein bisschen Bewegung macht, die Fische spüren das. Einfach auf den Stuhl hinsetzen und wirklich ruhig sitzen und habe da ein paar Wurf gemacht, so gerade raus, ist nichts passiert, nach links hin. Und ja, dann kam nämlich der Einschlag und ich habe gleich gemerkt, gleich eine etwas schönere. Also die hat jetzt wirklich, ja, die geht so fast an die 2 Kilo ran und hat gleich richtig reingelegt. Also die geben Gas hier und ja, es läuft. Gummiköder laufen. So, und wieder war es mein 70 mm Köder in der Hautfarbe. Und ja, wie gesagt, wenn ihr Interesse daran habt, schaut mal eBay Kleinanzeigen, Bock auf Forelle. Und ich habe das jetzt einmal so gemacht, ich habe wirklich reingeschmissen, ich habe so ein bisschen jetzt nach links geworfen und war aber auch im Farmbereich der, ja, des Auslasses und habe aber diesmal absinken lassen und wirklich da brauchte ich eigentlich fast nicht anschlagen, der Biss kam so brachial. Fisch da. Ich hatte gesehen, die Fische hatten sich jetzt so ein bisschen vermehrt rechts da gezeigt, weil die Blätter da so hingetrieben sind. Also bin ich mit meinem Stuhl gewechselt. So Leute, ich habe Fisch gesehen und wieder angeworfen. Sitzplatz geändert. Ja, Gummiköder oben. Läuft. Nein, 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 wo willst du hin, du Sau? Nee, nee, nee. Der will da irgendwo. Gummiköder schlägt jetzt zu, im Sitzen. Oben. Muss ich den erstmal Fisch da so ein bisschen rausmanövrieren. Jetzt ist er fest. Meiner. Meiner. Jetzt habe ich ihn eingesackt. So Leute. Und wieder so eine schöne Lachsforelle hier, so ein Kilo, 1,2 Kilo. Und ja, ich habe gedacht, hier da mein Stuhl. Ich habe hier ein paar Fische gesehen. Ich hatte erst die Maracas hier liegen, aber hat sich gar nichts getan. Und da habe ich gedacht, komm, setze dich mal mit dem Gummiköder hin. Und ja, das ist einfach, der Teich ist ein bisschen flacher, habe ich gemerkt. Und einfach, wenn man sich hinsetzt, dann wirft man halt nicht so einen Schatten oder die Fische sehen einen nicht so schnell. Und ich hatte Fisch gesehen, überworfen und der schöne Fisch. So Leute, ja, und wieder war es der 70 mm Köder und wieder im Sitzen. Ich habe hier erstmal, stand hier erstmal ein bisschen, ich habe Fisch gesehen und ja, die waren hier aktiv und ja, habe Fisch gesehen, bisschen überworfen. Oh, da ist auch wieder Fisch gesehen. Und dann habe ich halt nicht absinken lassen. Jetzt ist wichtig, wenn man sie sieht oben, nicht absinken lassen, aber Fische sind gerade hier. Man sieht hier rechts, links überall so ein bisschen Bewegung. Vielleicht kriegen wir gleich noch mal hier einen Biss. Das wäre ganz cool. Aber auf Stand kommt jetzt gar nichts mehr, aber dafür... Ja. Da war was. Ja, da. Oh. Ja. Oh, Leute, die nächste. Ich glaub's nicht. Der erste Wurf nach dem Fisch. Der erste Wurf nach dem Fisch. Oh! Ja, ihr habt gesehen, Fisch ist oben. Gummiköder. Ja, läuft. Ja, läuft. Oh mein. Oh, super Fische, super Fische. 1A. Oh, oh. So weggehauen, Gummiköder, so weggehauen. Na, wieder die kleinen Lachsforellen, die sind spritzig. Wenn du so weißt wie. Oh ja, und wieder schön vorne. Und die nächste. So Leute, ja, den eben den Fisch versorgt und dann hier kurz mit Patrick nochmal geschnackt. Und dann nochmal einen Wurf gemacht, der Fisch gesehen, habe ich erklärt, dass ich die Fische oben gesehen habe, bisschen überworfen habe. Und der nächste, also gleich wieder eingeschlagen. Und ja, diesmal ist die Stativkamera ist leider ausgegangen, Akku leer. Und deswegen war der Drill, glaube ich, nur auf der Brustkamera. Aber
Ja, es hat ein bisschen gedauert mit den Gummiködern und die Fische waren nicht ganz so in Beißlaune. Und jetzt nochmal, ja, das ist jetzt Nachmittag, so kurz nach zwei, und da rappelt es auf einmal. Jetzt die Farbe ist richtig und ich habe es momentan drauf und die super schönen Fische hier bei Patrick. So Leute, ja, wieder 70 mm Köder. Das ist immer noch derselbe. Ich habe jetzt vier Fische wirklich mit diesem Köder hier gefangen. Also die Fische haben nicht ganz so hart drauf gebissen und ja, das... Ja, macht unwahrscheinlich Spaß. Also die Fische legen sich echt gut rein. Ich habe es jetzt raus und echt ein Sahnetag jetzt gerade. Also ich musste viel ackern, aber ich habe jetzt rausgekriegt, was sie wollen. Und wenn man das raus hat, was sie wollen, dann ist es einfach teilweise. Und ja, das ist die richtige Farbe, die richtige Tiefe. Und dann rappelt es in der Rute. Und die Fische machen echt Spaß. Also 1A-Fische. Hier Patrick hier hat und aber was ich merke, ist jetzt nur noch aktiv. Oh, nein, oh, weg, Fisch gehabt. Oh nee, oh no. Schlecht angeschlagen. Ihr habt nach rechts angeschlagen. Ich hätte nach links angeschlagen sollen. Der Fisch hat sich eigentlich schon fast selber gehakt, auch bis zum Grund absinken lassen. Ich habe hier keinen Fisch an der Oberfläche gesehen, deswegen habe ich gedacht, komm, lässt du mal absinken bis zum Grund. Und ja, aber der Fisch, ich glaube, der ist jetzt verscheucht, gespukt. Ich hatte noch mal sehr viel probiert, noch mal ein bisschen mit dem Spoon und alles, aber es tat sich nichts mehr. Und ich war wirklich vollkommen zufrieden mit dem Ergebnis mit den Gummiködern. Wie gesagt, wenn ihr Interesse daran habt, ihr wisst, wo sie findet. Und meine Routen und weitere Links findet ihr in der Videobeschreibung oder Infobox. So Leute, habe Feierabend. Ja, mit den Gummiködern sind es 5 Fische geworden. Also ja, Erfolgsköder war heute mein 70 mm. Den ersten Fisch hatte ich in Orange, Fluororange gefangen. Und ja, die anderen beiden, alle 4 Fische habe ich jetzt zum Nachmittag hin gefangen mit der Farbe, mit diesem Hautton. Ja, wo ihr die Köder kriegt, wisst ihr, eBay Kleinanzeigen, Bock auf Forelle. Und wichtig war heute wirklich so ein bisschen auch Fische. Alle 5 Fische, die ich gefangen habe, habe ich gesehen vorher. Die kamen dann hoch, haben sich da irgendwas weggeschnappt und dann habe ich die angeworfen. Und habe ich gesehen, hat der Fisch sich oben gezeigt, das heißt, hat er sich oben gedreht. Habe ich die Gummiköder reingeschmissen und gleich angefangen zu zupfen. Habe ich gesehen, die kamen nur kurz hoch und sind gleich wieder abgetaucht. Hingeworfen, absinken lassen. Und dann habe ich die Bisse gekriegt. Also gerade bei den Lachsforellen ist es teilweise so, oder bei den normalen Forellen auch, wenn man sie sieht, so ein bisschen springen, immer überwerfen, nicht direkt anwerfen, sondern am besten rüberwerfen und dann vorbeiziehen. Entweder mit dem Gummiköder, mit dem Spoon. Spoon war heute einfach so ein bisschen zu schnell. Das Wasser ist so ein bisschen ja auch dunkler und da sind gerade etwas größere Köder, auch für die kleinen Lachsforellen sind da super. Man merkt hier die Wassertemperatur, die ist echt kühl. Das heißt, die Fische haben hier eine optimale Temperatur. Sie sind manchmal wirklich oben und manchmal sind sie relativ unten. Ich hätte heute auch mit weiteren großen Spoons angeln können, aber ich habe einfach gemerkt, Spoons, die ticken die nur kurz an. Und ich wollte halt auch vermehrt mit Gummiköder angeln, weil das ist so eine Sache, wo ich da mittlerweile auf den Geschmack gekommen bin, weil ich es einfach cool finde mit den Bissen. Da kann man so ein bisschen halten, dann läuft er rein und dann einen anhauen und ja. Läuft. Wie immer, wenn euch das Ganze gefallen hat, lasst mir ein kostenloses Abo da, ein Like da lassen, einen Kommentar und ihr seht den Rest, was ich mit der Tramarella-Route gefangen habe, im nächsten Video. Bis dann, ciao!